Da sind wir wieder. Also heute jetzt aber mal ehrlich, jetzt wird definitiv am Tempel gebaut. Erstmal muss ich mich ein bisschen stärken für mein großes Bauvorhaben. So, lecker, lecker. Und jetzt werden hier Stufen noch gebaut, die brauche ich noch für mein Vorhaben. Und dann sind die Steine, ups, und dann sind die Steine schon mal fast weg. Ah, Stufen sind ja ergiebig. Dann kriege ich zweimal Stufen raus. Ich glaube, ein bisschen mehr Sand könnte noch. Ich weiß gar nicht, wie viel ich schon gef. Oh, ich habe gar nicht so viel gefarmt. Doch, hier. Dann nehme ich mal noch ein bisschen Sand raus, so viel wie in mein Inventar passt. Mach mir davon noch ein paar Steine. Oh, jetzt mein ganzer Sand fast passt ins Inventar, den ich gefarmt habe. Und noch mehr Steine, dann habe ich ja wieder Platz. Ich denke mal, mit den Stufen komme ich ein Stück hin, die ich mir da gebaut habe. Ein kleines Stück komme ich damit hin. Eigentlich sollte ja die Dorfbevölkerung auch noch ein bisschen mitmachen bei dem Tempelbau. Naja, lassen wir die mal noch in Ruhe. Man muss es ja nicht übertreiben. Da habe ich fast meinen ganzen gefarmten Sand hier umgewandelt. Nehme ich einfach auch alles mal mit. Wird ja sowieso bald wieder dunkel. Hier ist mein schöner Tempel. Oh, da habe ich ja noch Sand, losen Sand rumzulegen. Naja. Nehme ich mir mal hier rein ein paar Sachen, die ich brauche. Und dann gucken wir mal. So, da ist ja mein Grundriss, der war ja dann auf 20 mal 20 festgelegt. So werde ich den auch erstmal lassen. Und diese Ebene, diese Höhe, die wollte ich auch so lassen. Dann brauche ich hier nur noch runter zu bauen. Ist das hier die Ebene, oder? Ja. Und dann nimmt das hier schon noch ein bisschen mehr Gestalt. Ist natürlich habe ich jetzt da 10 Folgen für gebraucht. Und mache hier noch kleine Fehler. Aber ihr wisst ja, Leute, in der Ruhe liegt die Kraft. Genau. In der Ruhe liegt die Kraft. Merkt euch das. Ach, ich wollte ja noch mal, bevor ich mich hier völlig verbaue, eigentlich noch mal die Kantenlängen überprüfen. Auch schon ewig her. Aber das werde ich gleich mal machen. Okay. Hier runter müsste dann hier sein, oder? Hier? Nein. War es doch da? Ja, okay. So, dann zähle ich noch mal ganz schnell hier meine Dinger durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muss ich jetzt mal hier als Markierung machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ja, also lieber doppelt gemoppelt, als wenn ich hier nachher dann schon ein Stück weit bin mit dem Turm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh Gott. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nein! Ich muss genauer zählen. Das kann doch nicht sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh Gott. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ey, ich glaub's nicht. Ich habe den 19 mal 20 gemacht. Das darf einfach nicht sein. Gut, dann messe ich es mal hier. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19. Nein! 19 mal 20 ist der Turm. Oh fuck, ey. Ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen mit mir mitleidet, meine lieben Freunde. Ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen mit mir mitleidet. Hilft ja nur alles nichts. Oh Gott. Es war doch klar, ey. So, und dann? Dann zähle ich nicht nochmal nach und bemerkt es dann später, oder wie? Wie ist denn der Plan da in der Richtung? Herr Ufo-Mann. La 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 la, der große Turm zu Babel, gebaut durch eine Fabel. Wir nannten ihn Turm von Babel und bauten ohne Gabel. Ja. So, und jetzt zähle ich einfach nicht nochmal nach, weil ich habe keinen Bock auf noch mehr Enttäuschung. Vielleicht ist ja die andere Seite auch nur 19 und ich habe mich verzählt. Oder zähle ich nochmal nach? Wieder die Stoppuhr vergessen zu starten hier. Muss ich mir echt noch angewöhnen. Ich bin jetzt schon bei Folge 57. Und habe die Routine immer noch nicht so ganz drin. Hab hier schon Upload, Plan, Buch, damit ich überhaupt noch durchblicke bei dem ganzen Gewusel. Ich bewundere ja die Leute, die irgendwie 4 Let's Plays gleichzeitig machen. Echt mal, ey. Ist ja wirklich ein organisatorisches Meisterwerk. Und jetzt zähle ich hier auch nochmal 1, 2, 3, ups, 4, 5, ups, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, ups, 16, 17, 18, 19, ich hab mich nicht, komm, hör doof, ey. Vielleicht gibt's da eine coole Zählmethode, die mir jetzt aber irgendwie entfallen ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da muss ich hier Markierungspunkt machen, sonst kriege ich es nicht hin. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So jetzt. Weil es ist einfach super, super wichtig, wenn ich diesen Grundriss hier korrekt habe, dann brauche ich mir auch keinen Kopf mehr zu machen. Und deshalb messe ich auf jeden Fall diese Seite hier auch nochmal. Außerdem passiert ja immer in jeder Folge was. Meine Lieblingszuschauer werden mir das schon verzeihen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, manch einer würde das vielleicht auch offline bauen. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Okay, jetzt schnell ins Bett. Schnell ins Bett. Schlafen gehen. Und aufstehen. Und zurück an die Baustelle. So, jetzt habe ich endlich hier meinen 20x20 Teil aufgebaut. Das ist sehr gut. Mit dem Wasser hier könnte man auch noch mal was machen, wenn ich das jetzt einfach so zubaue. Ups, wäre das natürlich auch schade. So. Dass hier schon mal eine Grundstruktur reinkommt. Ja, in meiner Kanalbeschreibung. Ich
steht ja drin, dass ich das Projekt oder in meiner Beschreibung von meinem Kanal-Trailer-Video, da steht ja daneben eine Beschreibung für meine neuen eventuellen Zuschauer. Da steht ja drin, dass ab April das Projekt Babel gestartet wird. Und jetzt haben wir schon Anfang Mai. Und ich habe hier gerade mal so einen jämmerlichen Klotz hier hingebaut. La 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 la. Ich habe ja auch noch einen Plan. Also in der nächsten Folge wird hier nicht gebaut. Jetzt in der übernächsten Folge wieder. Ich werde dann auch auf jeden Fall zur übernächsten Folge hin offline einmal Sand farmen. Das hatte ich euch ja schon angekündigt, dass dann doch so mehrere Sandfarmen, wenn ich dann was zu erzählen habe wie die letzten Male, dann geht das einigermaßen. Aber trotzdem kommt ja dann eine ganze Menge zusammen an Steinen. Und da brauche ich natürlich viel, viel Sand. Wahrscheinlich werde ich den Sand sogar noch umwandeln, den ich farme, damit wir nicht ganz so lange... Sind die Steine alle? Nein, ich habe noch welche. Hat sich doch gelohnt. Also 2 Tage, glaube ich, Sand farmen. Und da kriegt man dann so ein Stück hier zusammen. Interessant. Im unteren Bereich lasse ich mal eine Tür und dann werde ich gleich noch eine Fackel einbauen. Ein paar Fackeln reinbauen. Erstmal nur sozusagen als Baubeleuchtung. Als Bauhilfsbeleuchtung. Es könnte natürlich auch sein, dass hier so eine riesige dunkle Fläche ein Spawnparadies wird für die Viecher. Werden wir mal fackelmäßig hier ein bisschen was machen. Vorübergehend, sagen wir mal, nennen wir jetzt einfach mal Baustellenbeleuchtung. Dann gebe ich mir jetzt nicht die Mühe, dass ich das hier exakt ausrechne, weil das sind wirklich nur vorübergehende Fackeln. Und hier machen wir auch noch ein paar. Damit, falls es hier dann zu schattig wird, dass hier die Spawnrate nicht zu hoch ist, wie wir in der Fachsprache sagen. In der Minecraft-Sprache. Okay, das reicht jetzt so. Jetzt haben wir hier die Tür. Die ist sogar zufälligerweise nicht in der Mitte. War klar. Nehme ich mal das hier noch raus. Okay. So, und so hoch wird er dann. So. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt hier unten ein Rand dran. Weil, zeige ich euch gleich, dieser ganze Tempel soll unten so einen schönen Rand haben. Genau, den man jetzt hier auch nicht so gut sieht. Aber von der Seite sieht man den dann. Weil der soll sich auch von oben verjüngen, nach oben hin verjüngen. So ähnlich wie, vielleicht kennt ihr das, alte Stufenpyramiden. Und es gibt ja auch so Abbildungen von dem Turm von Babel und da ist ja auch schon in dieser Art. Ich glaube, meistens ist es ja rund und außenrum geht da eine Treppe. Ich zeig's euch mal von der Seite, so sieht es dann aus. Und das wird im Prinzip hier unten der Rand von dem Turm werden. Ja, natürlich brauche ich ja total viel Steine, klar. So. Ah, ich weiß noch gar nicht, ob die Ecke dann sich da gleich so einfügt. Muss ich gleich mal gucken. Ob die Ecke sich da so schön einfügt. Mache ich mal hier rein und hier rein. Ups, falsch rum. Falsch rum nicht gut. Ups. Auch nicht gut. So.
Okay. Dann kommt hier noch einer ran. Der ist richtig rum. Und jetzt mal gucken, was passiert jetzt hier? Okay, also müsste hier noch ein Stein rein, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Und was passiert jetzt hier, wenn ich hier einen Stein reinsetze? Ja, cool, der macht mir genau die Ecke. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Ups, dann wird das alles schön symmetrisch. Ja. Mein Tempelbezirk. Ah, cool. Nein, ge geht das ja einigermaßen so, wie ich mir das vorgestellt hatte? Das gefällt mir nicht. Ach so, dann müsste ich den hier unten draufsetzen. Ah, okay. Muss man den immer da unten draufsetzen? Kriegt man ja, wenn man es dann ein paar Mal gemacht hat. Manch einer kennt es wahrscheinlich schon vom Dächer bauen. Ich mache das hier mit diesen Stufen in der Form zum ersten Mal. So. Was mache ich eigentlich hier mit dem kleinen Teich? Es wäre ja schade drum, den wegzumachen. So. Fällt mir gerade ein, hatte ich nicht gerade erzählt, dass ich nächste Folge hier nicht weit. Ach so, ja, ich wollte noch was anderes bauen. Für die Dorfbewohner mal wieder was tun, damit die zufrieden und glücklich sind. Sand hatte ich ja auch noch dabei, genau. Ups, warum packt ihr mir nicht? Ach so, ah. Okay, so. Und da ich mir aber diesen Teilchen, dieses Wasser nicht zubauen möchte, was ich aber scheinbar muss. Ne, ganz zubauen muss ich es nicht. Aber ich muss es schon so zubauen, dass ich hier eine gewisse Arbeitsfläche habe. Und den Rest werde ich dann für so eine Art Tunnel verwenden. Tunnel? Nein, Brunnen. Eine Art Brunnen. Was ist denn hier? Ach so. So, 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 ups, so. So, 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 das reicht mir hier. Oder mache ich hier auch noch dicht? Ja. Dann sieht es ordentlicher aus. Okay. So, dann kommen hier noch zwei hin. Und hier kommt noch der und der und der und der und der. Sehr schön. So, jetzt habt ihr schon etwa eine Vorstellung, wie hier erstmal der Grundriss aussieht von dem Tempel. Von meinem Turm von Babel. Genau. Und ja, ansonsten, falls ich hier noch mal was ändern sollte, muss ich mir das noch mal genau überlegen. Könnte man hier noch einen ranstellen. Dann noch den und den ran. Wie sieht's aus mit Steinen? Immer noch Steine da. Nur ein Stück kommt man schon. Ein Stück komme ich schon hier. Mit meinen Steinchen von 2 Tagen Farmen. Gar nicht mal so schlecht. Die Sonne geht schon wieder unter. Diesmal passt es auch zum Ende der Folge. Mache ich heute mal eine kürzere Folge vielleicht? Oder was? So. Wenn's rot wird, wenn der Sonnenuntergang rot wird, dann sollte man ins Bett gehen. So sehr die Farmerei auch Spaß macht, sollte man dann ins Bett gehen. Noch einmal einen kurzen Blick auf den Tempel werfen. Das sieht doch schon mal ganz schick aus. Ja.
Ich sage mal Tempel, das ist doch der Turm von Babel, das ist doch nicht wirklich, da kommen noch Tempel hier nur. Außenrum will ich noch Tempel bauen und Häuser. Mal gucken, ob da auch welche einziehen. Aber erstmal geht es ja hier um den Turm. Und gute Nacht. Und guten Tag. Und an der Stelle beende ich die Folge. Der nächste Tag erleben wir dann wieder zusammen morgen. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen.